Ein herzliches Willkommen an alle Sportsfreunde und Paderborn-Fans zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar ist das die Spielanalyse, denn wir haben am Freitag um 18.30 Uhr den 1. FC Kaiserslautern zu Gast gehabt. Also SC Paderborn gegen 1. FC Kaiserslautern mit einem Endstand am Ende. Ich denke mal, der ist bekannt von 1:0. Konnten wir dieses Heimspiel für uns entscheiden gegen die Roten Teufel und damit ja, Kaiserslautern etwas auf Abstand halten und zudem dieses wichtige Spiel für uns entscheiden, um uns endgültig wieder oben im Aufstiegskampf anzumelden. Ja, und wie das Ganze quasi zustande kam, dazu kommen wir gleich. Vorerst aber erstmal, wie ihr es von mir gewohnt seid, die taktische Herangehensweise, die sich Lukas Kwasniok überlegt hat, wie wir denn diesen FC Kaiserslautern bezwingen können. Und zwar sind wir rangegangen, Überraschung, mit einer Dreierkette, davor ein Fünfer Mittelfeld tatsächlich, dieses Mal wieder, und davor eine Doppelspitze. Also es war ein 3-5-2-System, was Lukas Kwasniok ins Rennen geschickt hat gegen den 1. FC Kaiserslautern. Und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon zu dem über, was denn da in der Home Deluxe Arena auf den grünen, neu verlegten Rasen für Fußball gespielt wurde. Ja, und wie immer starten wir natürlich von Anfang an. Und da muss ich tatsächlich sagen, dass wir in der Anfangsphase reingekommen sind mit richtig viel Wucht und richtig viel Entschlossenheit. Ja, das hat man richtig gemerkt. Die Jungs wollten unbedingt, die haben von vornherein Gas gegeben. Aber auch im Hinterkopf mit dem nötigen Respekt, den der 1. FC Kaiserslautern verdient. Und den hat man dann halt auch nicht vergessen, denn der 1. FC Kaiserslautern ist ein Aufsteiger, aber der steht da oben nicht ganz umsonst. Da kommen wir, wie gesagt, in weiteren Bericht zu. Denn man hat von Anfang an schon gemerkt, dass wir Respekt davor hatten für den 1. FC Kaiserslautern, allerdings auch, wie gesagt, richtig Bock hatten, dieses Spiel unbedingt für uns entscheiden wollten, ja, und schon ganz klar Kaiserslautern zeigen wollten, wer denn hier sein Zuhause hat, wem das Stadion gehört und wem dann auch die Punkte an diesen Abend gehören sollen. Ja, und so kamen wir direkt mal rein ins Spiel mit der ersten Situation. Das müsste so ungefähr die 10. Minute gewesen sein. Da war es zum ersten Mal brenzlig. Vorher gab es noch einen, ja, wo wir nicht großartig weiter drauf eingehen müssen, einen Distanzschuss von Julian Justwan müsste das gewesen sein, der den Ball aus der Distanz einfach mal drauf pfefferte, so ein bisschen als Warnzeichen für SFCK-Keeper Andreas Lute. Danach aber wirklich jetzt zu einer nennenswerten Aktion, und zwar so ungefähr die 10. bis 12. Minute, als wir eine ziemlich gute Kombination gespielt haben über unsere starken spielerischen Außen. In dem Fall war es wieder Muslia gewesen, der den Ball über die linke Seite sich da einfach mal durchsetzt, weil die Mitte komplett geballt war, überall lauter, also die wussten, wie sie leidenschaftlich verteidigen, so waren wir mehr oder weniger gezwungen, auf die Außen zu gehen und darüber was zu machen. Und Muslia ist ja einer, der das durchaus kann, tankte sich da ja ganz gut durch, setzte sich dann 1 gegen 1 durch, brachte den Ball rein und letztendlich fand er aber auch einen Abnehmer mit, ich glaube, es war Marvin Pieringer gewesen, der dann allerdings das Ding nicht wirklich auf das Tor brachte. Den zweiten Ball dann schoss er zurück, der dann allerdings ging komplett rüber von Robert Leipert Richtung zweite Etage. Demnach keine Gefahr für den Kasten von Keeper Andreas Lute. Ja, direkt mal zur nächsten Aktion über. Und zwar war das wieder eine Aktion über die linke Seite, die dann letztendlich auch wieder in die Mitte geflankt wurde und einen Abnehmer gefunden hat. Allerdings, wie gesagt, das Zentrum der Lautra im eigenen Strafraum war so gebündelt, so zu, dass es da echt schwierig war für uns, Räume zu finden. Demnach blieb fast nichts anderes übrig, als hin und wieder einfach mal so einen Ball über die Außen zu versuchen. Wir nähern uns dem Tor an, aber Andreas Lute ist halt auch noch da und konnte diesen Ball dann parieren.
Auf der anderen Seite haben wir die erste Situation für den 1. FC Kaiserslautern. Über Lauterns rechte Seite war mal den Ball ganz gut gespielt von Hendrik Zuck, wenn ich mich jetzt nicht täusche, auf Kenny Prinz Redondo, der dann den Ball von rechts, wie gesagt, reinbrachte, allerdings an Freund und Feind vorbei, wie man das so schön sagt, ins Nichts, also keiner kam am Ende daran, dementsprechend dann auch keine Gefahr für unseren Keeper Yannick Huth. Ja, dann ging es tatsächlich wieder auf das Tor der Betze-Buben, und zwar über die rechte Seite, dieses Mal eine ziemlich gute Kombination aus dem Mittelfeld, die wir da gespielt haben, landete dann letztendlich bei Robert Leipertz, der sich dann allerdings in 1 gegen 1 nicht an Andreas Lute, der an diesem Spieltag wirklich einen sehr, sehr, sehr starken Dienst geleistet hat. Also da hat man gesehen, dass der gute Herr Lute einige Zweitligaspiele schon auf dem Buckel hatte, als aber auch in der ersten Fußball-Bundesliga nicht zu Unrecht schon zwischen den Pfosten stand. Den hat er dann entschärft. Der zweite Ball dann ging er wieder Richtung zweite Etage. Und damit kommen wir jetzt zu einer Situation im Spiel, mehr oder weniger, wo sich das Spiel so ein bisschen zerfahren hat. Denn der 1. FC Kaiserslautern hatte hin und wieder mal Gelegenheiten, die allerdings nicht wirklich großartig nennenswert sind. Ja, auf der Gegenseite hatten wir aber auch das Spiel eigentlich so weit im Griff. Also man hat ganz klar gemerkt, dass wir zu Hause spielen und dass wir schon auch diese Punkte da behalten wollen. Aber es ist definitiv ein Geduldsspiel, weil Kaiserslautern ja wirklich geballt und kämpferisch dagegen gehalten hat. Sie haben das Zentrum dicht gehalten, damit uns quasi die spielerische Komponente, was wir immer sehr gerne machen, dieses Klein-Klein-Spiel, dieses fußballerisch auch auf engen Raum Lösungen finden, haben sie uns sehr schwer gemacht, weil sie in jeden Zweikampf reingegangen sind, sogar es in ihre Hälfte ging, ja, Richtung ihr Strafraum, wirklich immer rein, immer einen Mann. Da gab es auch die ein oder andere Situation, wo der Schiedsrichter, der das Ding allgemein, was ich eigentlich gut finde, an der langen Leine laufen hat, anstatt jede Kleinigkeit abzupfeifen. Denn das nimmt dann letztendlich auch den Spielfluss aus dem Spiel raus in so einen, ja, tollen und unterhaltsamen Spiel. Fand ich gut, wie gesagt, gab es die eine oder andere Situation, die du natürlich auch aufgrund der Emotionen im Stadion leicht anders gesehen hast. Aber unterm Strich nachher, wenn du die TV-Bilder siehst, waren das alle Entscheidungen, wo ich sage, richtig so. Und ich bin auch froh, dass dieser Mann am Ende gepfiffen hat und nicht jemand, der, wie gesagt, jede Kleinigkeit abpfeift. Denn dann kommt das Spiel relativ schnell abhanden. Aber kommen wir weiterhin zum Spiel zu sprechen. Und zwar, wie gesagt, Lautern bündelt das. Lautern geht weiter in die Zweikämpfe. Lautern geht geballt in die Zweikämpfe, sobald es in ihre Hälfte geht, Richtung ihren Strafraum. Ja, und dementsprechend machten sie uns das Leben relativ schwer. Wir haben sehr, sehr, sehr viel Ballbesitz gehabt. Ja, 65-68% Ballbesitz. Also sie haben uns nachher dann auch den Ball gegeben, weil sie eben, ja, dafür A, bekannt sind und ihre Stärken haben, dass sie ihr Konterspiel dann aufziehen und da auch relativ effizient sind. Ja, und zum einen, weil sie um unsere Qualitäten dann auch gewusst haben, dass wir, wenn sie eben kommen und uns ein bisschen mehr Räume bieten, dass wir dann da brandgefährlich sind, dass wir einer der Top-Mannschaften in dieser Liga sind, die fußballerisch mit Platz dann auch jede Menge, ja, anstellen kann und für Gefahr sorgen kann. Ja, demnach, wie gesagt, entwickelte sich ein Spiel aus Ballbesitz uns, Dominanz uns, aber nicht wirklich zwingend, weil der 1. FC Kaiserslautern, wie gesagt, hinten alles dicht gehalten hat. Und so können wir direkt mal in den zweiten Durchgang reinspringen. Und da ging es tatsächlich ähnlich los. Es war ein ähnliches Bild. Der SC Paderborn hat ganz klar den Ton angegeben. Der SC Paderborn hat weiterhin nach vorne geprescht. Der SC Paderborn wurde von Minute zu Minute aggressiver und, ja, nicht unbedingt stärker, aber aggressiver. Wir haben mehr Druck entwickelt. Wir haben auch offensiv gewechselt, um Lautern dann noch mehr unter Druck zu setzen.
und herauszufordern, dadurch auch die eine oder andere gelbe Karte für die Lauteraner provoziert, die sie dann auch bekommen haben, weil sie sich nicht anders mehr zu helfen wussten, als dann letztendlich das Foul zu ziehen, ja. Und dementsprechend dann, wie gesagt, auch die ein oder andere Karte verursacht wurde. Somit weiterhin wir auf das Tor der Lautra mit sehr viel Ballbesitz, mit engen Räumen allerdings bei Lautern. Also das haben sie wirklich gut verteidigt, muss man wirklich sagen. Für den Aufsteiger, Wahnsinn, was die für ein Kämpferherz da auf den Rasen geliefert haben. Ja, also jeder einzelne Lauter, höchsten Respekt. Ja, vor dem, was eure Mannschaft da als Drittliga-Aufsteiger in die zweite Bundesliga abgerissen hat. Und wie gesagt, an der fußballerischen Komponente, da kann man ja auch an der nächsten Saison dann noch dran, ne, feilen. So, und dann kommen wir zur nächstmöglichen nennenswerten Situation, gefährlichen Situation. Und zwar war es eigentlich eine Situation, die wir mehr oder weniger hatten am Kaiserslautern Strafraum, der dann allerdings in einen Angriff der Lauterer mündete, denn es gab vorher aus meiner Sicht ein Foul an, ich weiß gerade gar nicht, wer es da vorne gewesen ist, da ist quasi von meiner Sicht her von der Süd ja ziemlich weit weg gewesen ist und der Spieler vorstanden, auf jeden Fall war es ein Foul gewesen, was dann letztendlich aber nicht gepfiffen worden war, erstmal irgendwie laufen gelassen wurde und dann tatsächlich im einen Konter und eine in einer Spezialität der Lautra endete. Die haben das sehr gut ausgespielt. Spielte dann letztendlich auf die rechte Seite auf Terence Boyd, ja, der da quasi ja in 1 gegen 1 auf den Keeper zulief, sich dann mal tatsächlich ein bisschen weit vorgelegt hat, aber so einen großen Vorwurf kann man den Typen da gar nicht machen. Der ist wirklich auch brandgefährlich. Aber da kommen wir am Ende nochmal zu. Legte sich den Ball da, rannte alleine auf den Torwart zu, aber er hat nicht die Rechnung mit Jannis Heuer gemacht und hat ihn unterschätzt als Innenverteidiger, dass der auch gar nicht mal so langsam ist. So sprintete Jannis Heuer ihn hinterher von der Seite. Er sah ihn relativ spät und grätschte den Ball dann tatsächlich ab in allerhöchster Not. Ja, und das war dann natürlich voller geballten Power von dem, wie er sich gefreut hat, als ob ein Tor passiert wäre. Tatsächlich auf der Süd hat man das Ding gefeiert, wie Jannis Heuer sich den da noch geschnappt hat. Ja, damit hat er auf jeden Fall den Lapsus, den er sich bei den 96ern in Hannover letzte Woche erlaubt hatte, auf jeden Fall wieder ausgebügelt. Und es sollte ja noch besser kommen für Jannis Heuer und den SCP an diesem Tag. Ja, somit also Situation wirklich glänzend entschärft. Ich bin mir allerdings auch, aber auch glaube ich sicher, aber es ist besser so, als wenn du es laufen lässt, dass wenn der Ball dann letztendlich vollstreckt gewesen wäre von Terence Boyd, heißt wenn Heuer nicht da gewesen wäre und der Ball im Tor gelandet wäre, dass dieser Treffer dann quasi nochmal zurückgenommen hätte wäre, weil, wie gesagt, vorher ein Foul am 16er stattfand und daraus denn der Konter resultierte zum Tor oder eben in dem Fall nicht Tor, aber wenn er drinnen gewesen wäre, ich glaube, dass der VAR sich da eingeschaltet hätte und den Treffer nicht gegeben hätte, also zurückgenommen hätte wegen dem Foul, was davor stattfand am Lauterer 16er. So, und somit entwickelte sich danach wieder ein Spiel auf das Lautra Tor. Wir haben Dominanz, Lautern hält dagegen, Lautern hält die Räume eng und Lautern lässt uns nicht wirklich zur Entfaltung kommen. Wir werden aber durch unsere Offensivwechslung immer stärker pressen, mehr oder weniger die Lautra immer mehr rein in der eigenen Hälfte und hatten gefühlt 70% Ballbesitz, wie gesagt. Und irgendwann war es dann auch mal an der Situation, als wir dann Solot Conte eingewechselt haben, der dann quasi auch nochmal mit seinem Speed reinkam und dann wäre aus mehr oder weniger eine, ja, aus lauterer Sicht sicherlich unnötiges Foul am Strafraum 16er gewesen ist, der dann unseren Spieler zur Fall gebracht hat,
in dem Fall Sunoz Conte, der da einfach einen Schritt schneller war an dem Ball und dann, wie gesagt, zu Fall gebracht wurde, gab es einen Freistoß und ja, da muss Lia, als aber auch Julian Just waren, unsere beiden Standardexperten, nicht mehr auf dem Feld standen, wurde der Ball an Jannes Heuer weitergegeben. Bezüglich, er hat sich den geschnappt und hat gesagt, das ist meine Möglichkeit, die sind beide nicht mehr da, den mache ich, und er hat eigentlich einen ganz guten, strammen Schuss, dementsprechend nahm er sich den und hämmerte den wirklich an Andreas Lute vorbei, über die Mauer an Lute vorbei. Ja, tatsächlich sah es aus Stadionperspektive haltbar aus in der ersten Situation. Ich habe auch mit einem Kollegen nochmal drüber gesprochen. Allerdings sah er aus den TV-Bildern, das war so ein perfekter Freistoß. Ja, den hätte selbst Lionel Messi nicht besser treten können. Also das war wirklich Bombe, 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 wie er den da reingehauen hat. Und unterm Strich, der Jubel war natürlich groß, die Ekstase im Block war da, es flossen oder flogen einige Becher Bier in die Luft, also es war gefühlt ein Regen, der dann auf einmal kam, ein Bierregen, der auf uns niederrieselte und wie gesagt, Riesenfreude. Und es war dann aber auch verdient aus meiner Sicht, denn, wie gesagt, wir waren die bestimmende Mannschaft, allerdings war es so eng und so geballt, dass wir da kaum durchkamen. Da musste, wie gesagt, so ein Schuss her, so ein Freistoß her von Jannes Heuer, ja, den er sich da einfach nahm und reinzirkelte, reinballerte und, ja, dann eben endlich zum verdienten 1:0 führte. Danach haben wir uns so ein bisschen mehr oder weniger, ja, verstellt auf Defensivarbeit mit Entlastungsangriffen beschränkt, was mir persönlich nicht so gut gefallen hat, denn dadurch kam dann Kaiserslautern nochmal ins Spiel. Da wäre es besser gewesen, wenn du den einen oder anderen Angriff dann sauber zu Ende spielst, anstatt nachher nur noch zur Ecke zu rennen. Und ich finde es dann, wenn du es mal machst, ist es okay, aber im großen und ganzen Sinne, wenn du es dann öfter machst, dann finde ich es auch wieder ein bisschen unsportlich gegenüber den Gegner. Und da will, wie gesagt, eigentlich die Qualität haben, das auch anders lösen zu können, als uns zur Ecke auf einmal zu begeben und das Ding nur noch auf Zeit zu spielen. Ja, fand ich das ein bisschen schade. Trotz allem hatte Kaiserslautern da noch zwei gute Gelegenheiten. Der eine landete dann wirklich knapp am Kasten vorbei vom unseren Torwart Yannick Huth. Und der andere wurde auf der Linie, ja. Es war ein Eckball, wo Andreas Lute dann aufgerückt ist in der 90. Minute plus zwei Nachspielzeit, wo Andreas Lute aufgerückt ist und dann der Ball bei Terence Boyd landete, der zusammen mit, ich weiß gar nicht, wer es gewesen ist, Hans Lick, ich weiß es nicht, an alle Lautrer könnt ihr ja gerne mal unten reinschreiben, war auf jeden Fall ein Zusammenspiel aus den beiden Lautrer Spielern, die den Ball aufs Tor gebracht hatten. Huth war schon geschlagen, aber unser mit aufgerückter Stürmer in die Verteidigung, Felix Platte, pülte das Ding mit voller Entschlossenheit weg und hat sich dann natürlich dann auch nochmal gefeiert. Also da merkst du, wie gut diese Mannschaft funktioniert, dass selbst ein Felix Platte mitgeht nach hinten und alles tut hinten, damit die Kugel dann da nicht mehr reinfällt und damit die Punkte, die an Ende hochverdient sind, unterm Strich über 90 Minuten gesehen, in Paderborn bleiben. Und dann war wieder Feierabend. Wir haben das Ding gewonnen. Wir haben die drei Punkte zu Hause behalten. Wir haben uns weiterhin oben dran gebissen und sind in Lauerstellung aus den ersten FC Heidenheim und eben den Hamburger SV. Darmstadt haben wir jetzt nicht mehr in Sicht, die sind so weit weg, aber wie gesagt, Heidenheim und Hamburg ist noch in Sicht und seid gewarnt, wir sind auf jeden Fall immer noch da. Ja, Fazit zum Spiel meinerseits ist, das war wie gesagt ein verdienter Sieg. Höchsten Respekt möchte ich einfach nochmal zusätzlich sagen, an den ersten FC Kaiserslautern, ja, wie ihr da kämpferisch gegengehalten habt, wie eng ihr die Räume gehalten habt und
eure Qualitäten dann letztendlich auch mal nach vorne gebracht hat, wenn ihr dann die Möglichkeit hattet, eben zu kontern. Es gab noch zwischenzeitlich mal einen Lattentreffer von Terence Boyd, bevor wir das 1-0 geschossen haben. Der ist mir jetzt gerade irgendwie abhanden gekommen. Ja, aber vollständigkeitshalber haue ich ihn jetzt trotzdem noch rein. War ein bisschen Pech, linke Seite, Situation, Abschluss, Terence Boyd, der dann unter Kante der Latte landete und dann letztendlich raus buxiert wurde, also geklärt wurde. Aber unterm Strich, wie gesagt, ein verdienter Sieg, weil wir mehr vom Spiel hatten, weil wir mehr gedrückt hatten und dann ja, uns das Ding dann auch wenn es am Ende letztendlich ein Freistoß war, verdient geholt haben und gezogen haben. Ja, aber wie gesagt, nochmal höchsten Respekt an 1. FC Kaiserslautern für das, was ihr da als Aufsteiger leistet. Ich bin mir sicher, ihr werdet noch eure Punkte holen, die euch noch fehlen. Sind, glaube ich, 6 zum Klassenerhalt. Die werdet ihr safe holen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und ihr werdet noch in der guten Mitte, in der oberen Mitte der 2. Fußball-Bundesliga landen. Denn wie gesagt, ich bin wirklich überrascht von dem, wie der 1. FC Kaiserslautern fightet und wie gut diese Mannschaft letztendlich funktioniert. Ich habe auch riesen Respekt vor den Kaiserslautern-Fans, die 2500 Fans, Anhänger mitgebracht haben. Ja, aus der Pfalz an einen Freitagabend, das ist nicht selbstverständlich, um die Roten Teufel zu unterstützen. Ja, ich glaube, das sind Kilometer von, keine Ahnung, ich habe die Reise selber gemacht nach Lautern. Ist auf jeden Fall unglaublich weit. Ich glaube 600 oder 650, 700 Kilometer. Ja, also wirklich ziehe ich den Hut vor und auch vor der Aktion, die wir da am Ende gemacht haben mit den Transparent für den Lex Tyler Lobinger, der leider seinen Vater verloren hatte einen Tag zuvor. An dieser Stelle auch nochmal dir ganz, ganz, ganz viel Kraft. Ich glaube, das ist wirklich eine Scheißsituation und ein Wahnsinnsschmerz. Komm stärker zurück. Du bist zwar nicht, wie gesagt, in unserem Kader, aber ja, dir nur das Beste und sehr, 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 sehr viel Kraft für diese schwierige Zeit, die du jetzt sicherlich durchleben wirst. Und ich hoffe, dass dir der Fußball da einiges auch an Kraft geben wird, um diese Zeit eben zu überstehen. Und das wäre es dann letztendlich auch von meinerseits gewesen. Das waren die Schlussworte und damit kommen wir zum Allerwichtigsten, zum Ende. Ich freue mich, wenn ihr im nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Und damit jetzt aber auch wirklich zum Allerwichtigsten. Bleibt gesund, bis zum nächsten Video und damit tschüss, euer Pader.